Weil es ist eins völlig klar, wenn sie das für sich innerlich selbst zugeben, bricht das Weltbild zusammen. Und dabei wehren sich immer noch viele, aber durch die immer weiteren Enthüllungen und auch wirklich unmöglichen Dinge, die in der Politik passieren, in der Welt passieren, irgendwann kannst du das dann nicht mehr aufrechterhalten und irgendwann bricht es dann. Und das ist eine klare Folge gewesen des WEF-Forums, wo man ja auch genau das mehr oder weniger gesagt hat, weil die Desinformation, wie sie es so schön nennen, in Klammer die Wahrheit, ist das Gefährlichste überhaupt. Und die Staaten, die im Endeffekt da gut dranhängen, die machen ganz offensichtlich jetzt Execution, wie das so schön heißt. Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und wir sprechen heute mit dem lieben Peter, herzlich willkommen, über die aktuellen Vorhersagen aus der geistigen Welt. Du bist ja immer Puls der Zeit, ne, mit verschiedenen Menschen, mit denen du im Kontakt stehst, die eben medial sind und baust dann da immer so deine Puzzleteile zusammen. Und ja, ich bin gespannt, was du so für die nächsten Quartale in diesem Jahr 2024 eben so an Informationen bekommen hast über deine Bekannten und Freunde. Ja, Wahnsinn. Wir sind ja schon wieder mitten im zweiten Quartal drin. Ja, und wir haben ja am Anfang des Jahres auch schon mal natürlich über das Thema geredet und es gab so ein paar grobe Blöcke für die vier Quartale. Am ersten hieß es, ja, das System, die Staaten werden noch mal richtig die Zähne zeigen. Und nochmal richtig vor allen Dingen den Andersdenkenden Ärger machen. Das ist passiert. Also wir hatten ja hier in Deutschland dann die Demonstrationen gegen rechts, wie das so schön war, aber was nichts anderes als Aufmärsche gegen Andersdenkende waren. Wir hatten natürlich diese Gesetze in diversen Ländern in Deutschland glücklicherweise bis heute noch nicht komplett durchgekommen mit dem Fördergesetz, aber in anderen Ländern wie Frankreich, wie Kanada, wie Schottland, Irland, Brasilien, also überall, wo der WEF noch ganz stark drin ist, gegen falsche Meinungen. Das eine, in Frankreich war es Gesundheitsthemen, in anderen Themen ist es dann Diversität, wenn du da was dagegen sagst, in Kanada soll es Klimawandel sein, dass du dann für falsche Aussagen horrende Geldstrafen oder sogar Knast für mehrere Jahre bekommen sollst. Diese Gesetze sind teilweise schon durch, wie in Frankreich. Das ist natürlich ein laufender Prozess. Das ist eine klare Folge gewesen des WEF-Forums, wo man ja auch genau das mehr oder weniger gesagt hat, weil die Desinformation, wie sie es so schön nennen, in Klammer die Wahrheit, ist das Gefährlichste überhaupt. Und die Staaten, die im Endeffekt da gut dranhängen, die machen ganz offensichtlich jetzt Execution, wie das so schön heißt, aber das ist natürlich, haben wir darüber gesprochen, ein Zeichen von Panik. Aber diese Vorhersagen haben interessanterweise eigentlich ganz gut zugetroffen für das Q1. Dann hieß es in Q2, werden weitere Enthüllungen kommen. Es wird immer enger für diese Leute und so eine ganz kleine Erleichterung für die Andersdenkenden ist schon zu spüren. Jetzt sind wir noch nicht, das zweite Quartal ist jetzt zur Hälfte erst rum, wenn dieses Video erscheint. Aber man kann schon ein bisschen was erkennen. Wir haben im vorigen Interview darüber gesprochen und auch schon im März ging das los mit den RKI-Protokollen, aber auch vielen, vielen anderen Enthüllungen in anderen Ländern, die richtig Druck machen auf die Verantwortlichen. Ja, diese Vorhersage erfüllt sich auch gerade sichtbar. Und zwar wirklich im Tagesrhythmus, da mal was Neues, da mal was Neues. Es wird immer mehr und es wird teilweise auch immer heftiger, was da enthüllt wird. Ja? Und bei uns kann man jetzt auch sagen, diese Demonstrationen gegen rechts, die sind eigentlich auch mittlerweile zusammengebrochen. Also sprich, diese Aufmärsche werden nicht mehr organisiert. Es gab jetzt noch mal einen im Mai, Anfang Mai, weil natürlich da ein Politiker von der SPD irgendwie verprügelt wurde, was natürlich keine schöne Sache ist, wobei völlig unklar ist, dass das irgendwas mit Rechtsextrem sogar nur zu tun hat. Das war die Aussage der Polizei. Wir wissen es nicht, aber die Medien wussten das natürlich sofort und es gab sofort natürlich wieder eine Demonstration
in Berlin gegen rechts, natürlich nicht gegen rechts, radikal, wo aber fast ganz viele Politiker und Aktivisten der üblichen Parteien da waren. Aber im Endeffekt ist das eigentlich vorbei. Das heißt, diese Erleichterung, weil diese Demonstrationen gegen rechts waren ja gegen jeden gerichtet, der die falsche Meinung hat. Das war ja offensichtlich. Das hat sich jetzt tatsächlich hier wieder gegeben. Ja, also diese Erleichterung, die da prophezeit wurde, kann man durchaus erkennen in gewisser Hinsicht. Ja, und jetzt muss man mal abwarten. Und die Aussage für die ersten zwei Quartale waren also in der Hinsicht gar nicht so schlecht von den Leuten, die das vorhergesagt haben. Und die weiteren Aussagen heißen, das wird sich massiv steigern, bis dahin, dass Ende Q3, Anfang Q4 dann irgendwann die Großteil der Menschen richtig sauer werden und wohl auch auf die Straße gehen. Ja? Dass also dann das, was wir ja auch viele Aufgewachte noch ein bisschen leiden, und die kennen Leute, habe ich ja auch noch um mich rum, die halt immer noch von vielem immer noch nichts wissen wollen, wobei du aber merkst, so innerlich tut sich da schon ein bisschen was. Sie wollen es noch nicht zugeben, sie wollen es teilweise für sich selbst auch noch nicht zugeben, weil es ist eins völlig klar, wenn sie das für sich innerlich selbst zugeben, bricht das Weltbild zusammen. Und dabei wehren sich immer noch viele, aber durch die immer weiteren Enthüllungen und auch wirklich unmöglichen Dinge, die in der Politik passieren, in der Welt passieren, irgendwann kannst du das dann nicht mehr aufrechterhalten und irgendwann bricht es dann. Und das scheint tatsächlich irgendwann im Laufe des Sommers soweit zu sein. Das geht vielleicht einher, nicht nur damit, dass immer mehr Enthüllungen passieren und wahrscheinlich im Äußeren noch ein paar andere Dinge passieren werden, die die Menschen im Endeffekt, vor allen Dingen, das den Menschen erstmal zeigt, dass die alte Welt nicht mehr da ist, die sie kennen. Das ist ja, woran sie sich festhalten. Da mag dann auch dazu passen, das kam jetzt nicht aus der geistigen Welt, aber es gab von diversen Quellen, heißt es immer wieder, also so ein Euro wird nicht zusammenbrechen oder ein Dollar, aber es wird Preiserhöhungen bis Ende des Jahres geben von bis zu 1000%, also das Zehnfache von dem, was jetzt zum Beispiel Lebensmittel kosten. Und allein schon beim Fünffachen ist selbst für den Mittelstand Schluss mit lustig. Also sprich, dann kannst du dir dein Leben überhaupt nicht mehr leisten. Ja, was natürlich dann von außen, wenn das passiert, natürlich einen ganz massiven Einschnitt gibt für die Menschen, dass dann auch diese Prophezeiung und diese Vorhersage durchaus befördern würde. Dann ist einfach Schluss. Ja, und dann fragt man sich natürlich, wie kann denn sowas passieren? Und dann werden natürlich die Radwege in Peru, das ist auch bei den Nicht-Aufgewachten mittlerweile ein geflügeltes Wort hier in Deutschland, die ja durch die Entwicklungshilfe bezahlt werden, wo dann gibt es ja auch so nette Memes, das war, und irgendeiner hat da so eine Papptafel am Verkehrsschild gehängt. Ja, ja, Peru hat Radwege wie in Deutschland, dafür hat dann Deutschland Straßen wie in Peru. Ja, weil natürlich das Geld für die eigene Infrastruktur, für die eigenen Menschen nicht mehr da ist. Und dann fragt man sich natürlich, wie viel haben wir jetzt hier eigentlich bezahlt für die ukrainischen Flüchtlinge und die vielen, vielen anderen Immigranten. Aber auf der anderen Seite wird uns erzählt, wir sind zu faul. Das wird ja vom Herrn Lindner mehr oder weniger deutlich gesagt. Und das bewirkt natürlich bei den ganz normalen Menschen dann auch irgendwas. Weil die arbeiten sich, die noch arbeiten, meistens den Hintern wund, ja, weil sie auch die vielen Krankenstände und so auffangen müssen. Ja. Aber da kommen wir gleich zum nächsten Prophezeiungspunkt. Das wird nicht weniger werden mit den Krankenständen und leider auch mit den Todesfällen, sondern das wird deutlich ansteigen. Ja. Was natürlich aber im System den Druck noch massiv erhöhen wird. Aber das hat vielleicht dann auch was damit zu tun, dass die Menschen noch mehr, und da wird wohl im Sommer die nächste Welle kommen und die wird wohl richtig heftig sein, energetisch gesehen. Also dass die Menschen mit Energien aus dem Kosmos oder auch von der Sonne massiv beeinflusst werden. Und der Egon Fischer, beziehungsweise eine bekannte mediale Dame, mit der er zusammenarbeitet, da kam die Botschaft, das wird ein Rüttelbrett werden für die Menschen. Also sprich, sie werden richtig durch
geschüttelt werden, teilweise körperlich. Das haben wir ja auch immer schon erlebt. Momentan, du machst mal das Wehwehchen, das ist mal 2 Wochen, kanntest du nicht, dann ist es wieder weg. Dann kommt das wieder raus. Ja, aber auch vor allen Dingen, und das wird wohl die neue Qualität sein, psychisch. Das heißt, die Menschen werden auf dunkle Flecke, auf Teile ihrer eigenen Vita gestoßen oder ihres Wesens, die sie bearbeiten müssen. Und wer das schon länger gemacht hat, der wird da nicht so viel Probleme haben, aber die, die das alles weggeschoben haben, für die wird das wie eine Macht kommen. Und das wird natürlich dann bei vielen Menschen ganz massive Auswirkungen haben. Ja, das ist, was auch vorhergesagt wird. Aber das wird natürlich auch dazu führen, dass die Menschen ihren alten Status quo einfach nicht mehr halten können. Und das ist momentan das, was ganz viele, die wir auch kennen, noch davon abhält, genauer hinzuschauen, was hier eigentlich gerade passiert. Ja, wegzuschauen vor allen Dingen, ne, den Kopf in den Sand zu stecken. Und das ist die Vorhersage, das wird Ende des Jahres bei den meisten einfach nicht mehr möglich sein. Und es bleibt weiterhin die Aussage bestehen, Ende 24 werdet ihr eure Welt nicht wiedererkennen. Ja, das bleibt, diese Aussage aus der geistigen Welt bleibt bestehen. Ich würde stark vermuten, dass das erstmal weniger, auch da wird schon einiges anders sein, geopolitisch denke ich, wirtschaftlich, aber es ist noch nicht alles zusammengebrochen. Die Hauptveränderung dieses Jahr passiert zumindest im deutschsprachigen Raum, denke ich mal, bei den Menschen. Aber die wird wohl echt heftig sein. Ja, und die wird dann natürlich die Grundlage bilden, dass vermutlich das System dann in 25 und 26 sehr schnell kollabieren wird. Wie passt das, was du jetzt gerade gesagt hast, zusammen mit der Vorstellung oder den Botschaften, die ja auch viele bekommen haben, unter anderem ich auch, dass die Welten sich trennen werden, ne? Also, dass die Menschen, die halt nicht offen sind für Neues, dass die wirklich in dieser alten Welt bleiben, die dann wirklich immer mehr den Bach runtergeht, während diejenigen, die wirklich sich auch für diese neue Welt oder für diese neue Zeitlinie oder diese goldene Zeitlinie entscheiden, dass die eben dann auch wirklich da sich wiederfinden werden. Wie passt das aus deiner Sicht zusammen? Ja gut, das ist immer die Frage, welche Welt beschreiben wir? Ich glaube, dass wir primär, also der Egon hat ja mal vor einem Jahr so einen Zeitstrahl aufgedrängt bekommen, richtig, weil er hat da gar keine Zeit, aber die Geisterwelt hat gesagt, das bringst du jetzt raus, ja, den man bei ihm auf seinem Blog ja auch sehen kann. Ich habe mir auch immer wieder mal gezeigt, wo diese beiden Welten parallel laufen. Die laufen schon parallel, aber sie sind noch nicht getrennt. Und die Aussage war definitiv ab 27, es muss nicht direkt 27 sein, aber ab 27 können die sich völlig trennen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass in beiden Welten jetzt erstmal das alte System zusammenbricht. Ja, weil das muss auch sein. Also, ne? Und irgendwann gibt es dann eine Welt, und meiner Ansicht, ich sehe die schon so. Die Sachen funktionieren nicht mehr, die hohen Herren im Hintergrund haben. Das geht alles schief. Es bilden sich ja auch schon ganz viele neue Gruppen. Und daraus wird sich dann das neue Positive entwickeln. Aber es gibt die andere Welt, in der die Leute sein werden, die das Alte einfach nicht loslassen wollen, die im Endeffekt das auch nicht so schlimm finden, und die werden vermutlich eine dystopische Welt kriegen nach dem Zusammenbruch, wo verschiedene Sachen dann realisiert werden, dass es irgendwie gelöst wird, die Probleme, ja, aber in einer dystopischen Art und Weise. Ja. Also ich denke, es gibt erstmal eine gewisse Zeitlang, das erleben wir momentan noch zusammen, ein Implodieren des Systems, und zwar weltweit, ganz stark natürlich im Westen, aber es betrifft die ganze Welt. Und irgendwann ist dann bei uns die Implosion einigermaßen zu Ende und es bildet sich was Neues, und im anderen wird eventuell das auch einfach weitergehen, bis es ganz runter ist. Was in der dunklen Welt im Endeffekt dann genau passieren wird, die Aussage ist nur, die dunkle Welt wird nicht mehr lange existieren, oder die dystopische Welt. Die wird dann relativ schnell komplett sich auflösen. Und das, wie das dann dort passiert, ob das dann durch Kataklysmen passiert oder durch
was der Geier was, ja, oder doch einen weltweiten Atomkrieg, das ist unklar, ja, nicht? Sehr interessant war die Aussage, die der Egon jetzt in Österreich bei dem Kongress mehrfach bei seinem Vortrag getätigt hat. Das ist aus der geistigen Welt ganz klar und das gilt aber eben wohl primär für die positive neue Welt und die Menschen, die dahin gehen. Aber momentan ist es zumindest und später auch in dieser Welt wird es keine ganz großen Kataklysmen geben oder auch keine Großkatastrophen hier, gerade im deutschsprachigen Raum, Europa, weil es sollen möglichst viele Menschen eben in diesem Körper die Möglichkeit haben, in diese neue Welt zu gehen. Das ist ja, was im Endeffekt passiert. Was ja wohl, der Uwe Reinl hat das auch wieder bestätigt, was bestätigen viele sehr unterschiedliche Leute, eine ziemlich einmalige Sache in diesem Universum ist, was wir gerade machen werden. Ja, es gab viele, viele Zivilisationen immer wieder, wir auch, die in eine andere Dimensionen gegangen sind oder erweitert sind, auch mal zurückgegangen sind. Aber zumeist war das dann immer so, dass alle gestorben sind und dann gab es eine Wiedergeburt in der neuen Welt und dann wird das neu gemacht. Das ist der übliche Weg. Und dieses Mal ist es halt tatsächlich so, dass Wesen und Menschen das in ihrem Körper diesen Prozess gehen werden. Ja, und das geht aber nur, wenn du halt es stirbt eh keiner zufällig, aber bei großen Kataklysmen, wenn Millionen, sagen wir mal, im relativen großen Gebiet sterben, da kann das sozusagen von oben nicht so richtig organisiert werden. Und dann werden halt auch viele betroffen, die eigentlich in die neue Welt gehen könnten. Das ist der Grund, warum diese großen Großkatastrophen oder auch hier eben dieser große Dritte Weltkrieg in Europa oder eben auch, natürlich könnte uns jeden Tag ein Solarflare treffen an so ein Massenausstoß, der alle Elektronik zerstört. Oder der große Blackout von mehreren Wochen. Aber dann hast du Totalchaos. Und dann sterben viel zu viele Menschen. Deswegen wird das von oben verhindert werden. Zumindest in vielen Gebieten, die aufsteigen sollen. Das muss nicht für die ganze Welt und jedes Gebiet der ganzen Welt gelten. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja? Wir haben über die USA geredet im letzten Video. Für die sind die Vorhersagen nicht so toll, um es mal nett zu sagen. Wobei unklar ist, was genau dort passieren wird, ob das durch die Menschen selbst herbeigeführt wird oder ob das durch Mutter Erde herbeigeführt wird und wie Genau, lass uns stark das durch Mutter Erde herbeigeführt wird. Ja. ja nochmal lass uns nochmal kurz in Europa bleiben. Es wurde ja auch vorhergesagt, dass dieser Ukraine-Krieg bald vorbei ist. Und der könnte ja auch bald vorbei sein, weil die Russen ja sehr klar, dass diesen Konflikt bis jetzt gewonnen haben. Aber jetzt versucht ja, also das wurde ja nicht vorhergesagt, dass der Westen weiter versucht, eben diesen Konflikt aufrechtzuerhalten und vielleicht doch noch zu gewinnen, indem jetzt da noch mehr Waffen, noch mehr Soldaten aus Frankreich und so weiter in die Ukraine gesendet werden. Hat sich da die Zeitlinie verändert? Wie siehst du das? Ja, offensichtlich ein bisschen. Beziehungsweise es ist eine Zeitlinie wahrscheinlicher geworden. Wobei, wie gesagt, das nicht in einen großen europäischen Krieg führen wird. Das bleibt so. Aber wir haben im letzten Video darüber gesprochen. Natürlich sind die Provokationen da. Und es ist ja offensichtlich auch wieder aufgewärmt worden. Das Thema war ja durch. Ich meine, militärisch hat die Ukraine den Krieg verloren. Da braucht man nicht drüber reden. Also das ist lächerlich und auch diese Vorstellung, die Zelensky jetzt hat, irgendwelche kranken Leute aus dem Krankenhaus, solange sie nur irgendwie laufen können, an die Front zu schicken, ist völlig absurd. Das ist diese Volkssturmgeschichte, das machst du, wenn du im Endeffekt niemanden mehr hast. Ja? Aber das sagen übrigens auch, man gibt ja so in manchen Massenmedien sogar auch zu, dass das so ist. Ja? Also kann man nicht mehr wirklich verkaufen, dass die Ukraine noch gewinnen kann. Natürlich ist jetzt die Frage, geht die NATO da wirklich offiziell rein? Und die ersten Ansätze gibt es ja mit Frankreich. Dann ist ja noch immer eine andere Ebene erreicht. Aber auch die NATO wird das nicht gewinnen. Aber das kann natürlich eine andere Auswirkung haben. Und da ist natürlich interessant, wir haben ja im letzten Video darüber gesprochen, Ukraine war eigentlich tot. Auch durchaus medial und so weiter und kein Geld. Und dann war ja Nahosten geplant.
weil gewisse Leute wollen diesen dritten Weltkrieg. Dann ist Nahosten irgendwie gestoppt worden und dann ging jetzt die Ukraine wieder massiv los. Und dann ist wohl auch was mit der Wahrscheinlichkeit der Zeitlinien passiert. Weil ich habe ja eine mediale Quelle, die hatte schon vor längerem gesehen, dass Raketen von Osten nach Westen fliegen. Die Leute sehen sich ja gerne in ihrem eigenen Bereich, also in Deutschland. Und die gute Nachricht war damals schon, also die Raketen fliegen eigentlich über Deutschland hinweg. Die fliegen nicht auf Deutschland, wobei ich nicht ausschließen wollte, dass die eine oder andere auch in Deutschland einschlägt. Wir reden hier relativ sicher nicht über Nuklearraketen. Ja, also keine Atombomben, aber durchaus Raketen. Und kann natürlich auch immer eine symbolische Sache sein. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Und interessanterweise, nachdem diese Geschichte im Nahen Osten gescheitert ist, kriegt diese Vision weiterhin. Ja, jetzt fliegen die Raketen aber über Deutschland etwas höher. Was bedeuten könnte, und das könnte durchaus sowas mit Taurus und so weiter, wir liefern Taurus nicht, also sind wir nicht so das Ziel. Aber also über uns hinweg heißt natürlich durchaus Frankreich, Großbritannien. Ne? Ne? Könnten primäre Ziele sein für diese Raketen, die ja momentan auch am meisten da zündeln. Ja? Interessant war eine andere mediale Quelle, die sind ja auch miteinander in Kontakt und am Diskutieren, sagte dann auch, naja, also diese Raketengeschichte hatte vor kurzem noch, also am ersten Mal, so eine Wahrscheinlichkeit von kleinen einprozentigen Zahlen. Also sprich, sehr unwahrscheinlich. Diese Zeitlinie hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Es geht aus der geistigen Welt primär um Wahrscheinlichkeiten eigentlich immer. Ja, nicht? Und spannend war, dass die Aussage war, nachdem diese Nahostgeschichte offensichtlich gescheitert ist und das jetzt eskaliert wird, ist diese Wahrscheinlichkeit der Raketenzeitlinie auf 35% angestiegen. Wir sind also immer noch nicht bei 80 und 90%, aber es ist ganz massiv die Wahrscheinlichkeit angestiegen, dass Russland jetzt auch handfest mal da und dort reagieren könnte, wenn diese Visionen wörtlich zu nehmen sind. Es ist immer noch der kleine Punkt, das kann auch eine andere Bedeutung haben. Ja? Aber mir persönlich kam auch die Idee, dass Russland auf die Idee kommen könnte, ganz gezielt mal mit Hyperschallraketen, wie gesagt, nicht nuklear, aber zum Beispiel so ein Geheimdienst-Hauptquartier wie in London vom MI6, das wohl ganz stark in diesem Überfall auf das russische Konzert beteiligt war am 22. März, was in Russland auch relativ offen gesagt wird übrigens, ja, dass man da einfach mal eine Kindschall reinschießt, ja, die wohl nicht abzufangen ist, denke ich mal. Interessanterweise gibt es da auch einen Film, wo genau dieses, also nicht das Szenario, aber das Bild dazu gezeigt wird, nämlich das ist James Bond Skyfall. Da explodiert ja auch ein großer Teil des MI6 Hauptquartiers, allerdings von der internen Bombe. Aber das Bild ist sehr spannend. Ja, und dadurch, dass sie ja in Filmen auch gerne Sachen zeigen, die dann später passieren, war so eine Idee von mir. Aber wie gesagt, diese Wahrscheinlichkeit ist noch nicht super hoch. Wobei man weiß jetzt nicht, jetzt ist die Fremdenlegion, jetzt müsste man mit der Quelle mal wieder reden, habe ich jetzt nicht, kann auch nicht ständig nachfragen, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, nachdem jetzt die Fremdenlegion in der Ukraine ist und das auch bekannt ist und auch zugegeben wurde, dass diese Wahrscheinlichkeit gerade wieder ein ganzes Stück nach oben gegangen ist, ja. Ne? Kann auch wieder runtergehen. Deswegen, das sagt ja auch die geistige Welt im Endeffekt auch damals, als der Egon richtigerweise den Konflikt mit Ukraine und Russland, dass der ausbricht als Krieg, vorhergesagt wurde. Das wurde auch immer in Wahrscheinlichkeiten ausgedrückt. Aber irgendwann war die Wahrscheinlichkeit so hoch, kam aus der geistigen Welt, es ist jetzt praktisch nicht mehr zu verhindern. Und so ist es ja dann auch passiert. Ja? Soweit sind wir da noch nicht. Die USA hat jetzt offensichtlich ein paar Dinge vor sich, die nicht mehr zu verhindern sind. Das kam ganz klar raus. Ne? Aber hier in Europa müssen wir abwarten, wie das ist. Der Macron ist auch die spannende Frage. Es kam aus unterschiedlichen geistigen Quellen die Aussage, der Macron wird seine eigene französische Revolution kriegen. Er wird aus dem Palast hinausgejagt werden. Natürlich kann sowas, was er gerade macht, auch dazu beitragen, wenn die Franzosen irgendwann sagen, ich lasse mich doch nicht von dem Deppen auch noch
in einen Krieg gegen Russland reinführen, dass das eher schneller als länger passiert, ja. Aber dann kann natürlich die Sache sich auch wieder ändern. Das heißt, wenn die Franzosen rechtzeitig den aus dem Palast rausschmeißen, kann die Wahrscheinlichkeit natürlich auch wieder stark sinken. Wenn sie es natürlich nicht machen und der immer noch weiter eskaliert, dann steigt die Wahrscheinlichkeit und irgendwann ist er 90% und dann wird Putin reagieren. Punkt. Ja. Allerdings wird dann, wie gesagt, ein großer dritter Weltkrieg hier in Europa wird es so nicht geben. Also sprich, dann, ich denke, was vielleicht auch beim Nahen Osten jetzt passiert ist, wird dann wieder passieren. Eine sehr, sehr mächtige Macht greift dann einfach ein und dann ist Ruhe, mit dem keiner rechnet. Ja, das denke ich, wird passieren. Aber wenn diese Dinge passieren, wird natürlich dann ganz schnell die NATO zerfallen. Wobei wir müssen auch schauen, ich sehe ja immer so ein bisschen die Parallelen zwischen den Anfang, also 89, 90 und jetzt, weil wir hatten ja schon mal einen großen Block und einen großen Staat, der zerfallen ist, und damals ist der Ostblock zerfallen und die Hauptgeschichte kam natürlich vom großen Bruder aus Moskau, als der nicht mehr wollte oder nicht mehr konnte, dann hat sich auch eine DDR-Führung nicht halten können und ganz ähnlich ist das jetzt ja auch. Wir haben die Prognosen für USA gehört und wenn die USA große Ereignisse haben, dass sie dann auch, das wird meiner Ansicht nach passieren, sehr schnell weltweit abziehen müssen, dann ist natürlich in den ganzen Satellitenstaaten, in den Vasallenstaaten, wie es ja früher auch war, wenn der große Bruder weg ist, der den Druck aufrechterhalten kann, bei uns ganz explizit durch Rammstein und nukleare Waffen hier, wir sind ja ein besetztes Land immer noch, dann gibt es in westlichen Ländern natürlich ganz schnell ganz andere Möglichkeiten, dass sich dann Sachen auch ausbreiten. Ja, und es ist völlig klar, eine NATO-USA ohne USA ist mehr oder weniger tot von sich heraus. Ja, und da muss man jetzt halt sehen. Und der Egon hat auch immer wieder ganz klar gesagt bekommen, das Endergebnis, das Ziel steht fest. Das ist unverrückbar. Das ist unsere neue Welt, die so aussehen wird, wie sie vielfach geschildert wurde. Der Weg dahin, da gibt es noch die eine oder andere Möglichkeit. Ja. Wenn man das so sieht, dann könnte ja im Prinzip eine Strategie von Russland sein, einfach zu warten, bis das westliche System von selbst zusammenbricht. Das machen die ja auch. Die wissen ja ganz genau, dass, also wenn man nur ein bisschen genauer hinschaut, kann man das auch erkennen, dass es an allen Ecken und Enden zusammenbricht. Wir haben darüber gesprochen, finanziell, die Leute sind nicht mehr da, die notwendigen Sachen machen können. Da haben sie ja selbst für gesorgt seit 2020, ja, oder 21 besser gesagt. An allen Ecken und Enden kracht's schon ganz, ganz beächtlich. Also wenn jetzt einer behauptet, es ist alles in Ordnung, klar, der hat die rosarote Brille auf, ja. Das sind primär Leute, die vom Staat leben, die auch nichts wissen wollen. Das Finanzsystem ist kurz vorm Ende. Das hat sich sehr lange gehalten und das kann sich auch noch ein paar Jahre halten. Das will ich nicht ausschließen, aber es ächzt schon an allen Ecken und Enden. Ja? Und an vielen Bereichen siehst du das. Und das sieht natürlich auch Russland. Russland weiß, dass der Westen gerade am Untergehen ist. Und natürlich haben die auch keine Lust, schon rein aus logischen Gründen. Ich denke, Putin weiß einiges mehr, der weiß aber auch nicht alles, bin ich mir auch sicher, sich jetzt noch sozusagen in einen Krieg einzulassen, der ja von denen, genau diesen Leuten gefordert wird, das weiß er ja auch. Die brauchen den ja unbedingt als Ablenkung, Russland braucht den nicht. Ja. Aber natürlich gibt es Grenzen. Das ist auch klar und du hast es genannt, dieser Anschlag war sicherlich eine Sache. Ich hatte damals ganz persönlich sofort die Eingebung, das ist ein Gamechanger, dieser Anschlag. Und ich glaube, damals ist was, auch wenn momentan da so direkte Folgen noch nicht zu sehen sind, aber das vergisst Russland nicht. Das ist völlig klar. Und das wird, die wissen aber auch, dass natürlich der Durchschnittsfranzose oder der Durchschnittsamis damit nicht so viel zu tun haben, aber wir haben darüber gesprochen, sie akzeptieren sowas. Ja, weil es ist mittlerweile auch ziemlich klar, eigentlich für jeden, der es nur wissen will, die meisten wollen es einfach nicht wissen, dass auch der ukrainische Geheimdienst oder eben auch der S überhaupt nichts macht, wenn nicht gewisse Kräfte dahinter, die im Westen sitzen, das wollen. Das ist völlig klar. Und da hilft es gar nichts, wenn der Bappel irgendwie anders ist, der Ausführenden, aber die Ursache ist klar, wo die sitzt. Und das kann man wissen. Und von daher, Russland ist nicht einfach für Putin, weil, wie gesagt, die Russen selbst natürlich auch eine öffentliche Meinung
haben. Und die öffentliche Meinung, in Druck ist schon extrem schwierig, dagegen zu halten. Ja, im Endeffekt kannst du gegen die öffentliche Meinung lange gar nichts machen. Und ich denke, dass die öffentliche Meinung in Russland, die unterscheiden glücklicherweise immer noch sehr stark zwischen den Menschen, also dem Volk und den Regierenden. Ja, in Russland gibt es auch nicht viele, die keine Ahnung von tiefem Staat und so weiter haben, die auf der obersten Ebene bleiben, aber die natürlich sehen, was der Westen macht. Ja, und im Endeffekt, die unterscheiden da aber noch glücklicherweise. Ja, das heißt, die sagen jetzt nicht, ich glaube nicht, dass in Russland, gibt natürlich auch die Leute, die das so sagen, aber die meisten Russen sehen das so, wir wollen jetzt keinen Krieg gegen Deutschland führen, nur weil Deutschland jetzt Leoparden geliefert hat, die ja gerade in Russland auf Moskau ausgestellt sind. Ne? Da sind ja gerade erbeutete Waffen ausgestellt. Aber natürlich, dass die westlichen Staaten so weitermachen können, da ist, glaube ich, die russische Bevölkerung mittlerweile nicht mehr so ganz einverstanden, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, was ja auch interessant ist, ich habe ja früher, also als es noch nicht zensiert war, regelmäßig auch mir Russia Today angeguckt. Und da zumindest, ne, also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich denke mal, dass es noch ähnlich sein wird. Da war ja sehr wenig Hetze und sehr wenig Propaganda gegen den Westen oder auch gar nicht gegen die Bevölkerung, ne? Also da wurde zumindest immer relativ sachlich informiert, also ganz anders als das, was wir so aus den westlichen Massenmedien kennen. Also die sind da ja eher so sehr nüchtern, objektiv, sachlich, ne? Ja, das ist, glaube ich, auch größtenteils noch so. Also man muss da Thomas Röper lesen, der häufig russische Medien auch übersetzt, also russische Massenmedien, und dann kriegt man einen ganz guten Eindruck. Aber man merkt schon, dass natürlich da die Geduld auch langsam schwindet. Ich meine, die russische Regierung hat einen relativ lauten Wadenbeißer, der wurde da, glaube ich, auch installiert. Das ist der ehemalige Präsident Medvedev, ja, der momentan so als der Bad Guy da auch deutliche Ansagen macht. Ja, die klingen dann noch nicht mal so freundlich, allerdings auch eher nicht gegen die Menschen, ja, sondern er spricht halt die Sachen aus, und es wird da jetzt auch symbolisch einiges gemacht. Da gibt es dann Übungen mit den taktischen Atomwaffen und so weiter. Und es gibt auch in Russland Leute, die ganz klar sagen, Atomwaffen sind dazu da, dass sie eingesetzt werden. Also diese Aussagen kommen natürlich schon. Das ist teilweise, glaube ich, auch in Richtung der eigenen Bevölkerung, weil, wie gesagt, viele sind da nicht mehr so ganz glücklich drüber. Ich glaube jetzt nicht, dass wirklich Russland auch nur vorhat, Atomwaffen einzusetzen. Zumal ich davon ausgehe, dass das von anderer Stelle auch nicht mehr gestattet würde. Aber es ist schon interessant. Es ist natürlich eine Botschaft. Die Botschaft geht natürlich auch an die westlichen Menschen. Ja, sozusagen, wisst ihr eigentlich, was für ein Spiel eure Politiker treiben mit uns? Ja, weil das wird natürlich schon in den Massenmedien gebracht, weil das ja der böse Russe ist, der jetzt mit Atomwaffen droht. Ja, aber das kann natürlich genau diese Botschaft, also sollte es eigentlich sein für viele Menschen, sagen wir, sind wir eigentlich komplett verrückt, weil leider gibt's, da kenne ich auch noch einige, immer noch genügend auch bei uns, die daran glauben, dass der Russe der Böse ist und die Ukraine arglistisch überfallen hat und der Westen ja gar nichts damit zu tun hatte. Da gibt's noch genug. Ja, es ist, glaube ich, nicht mehr die Mehrheit der Nicht-Aufgewachten, die das sieht, das glaube ich nicht. Sonst würde das hier auch mit den Taurus-Lieferungen nicht so schwierig sein, weil das hat auch was mit der öffentlichen Meinung in Deutschland zu tun. Ich glaube, es haben schon viele in Deutschland keinen Groll gegen Russland, auch jetzt noch nicht, auch von den Nicht-Aufgewachten. Aber es gibt natürlich eine gewisse Anzahl, die das von den Massenmedien, diese Kriegspropaganda, natürlich schlucken, die natürlich hier niederprasselt wie ein Hagelschauer. Das ist ja völlig unglaublich, wenn man das teilweise sieht. Ja. Was, wo interessanterweise, aber haben wir ja drüber gesprochen, zeitweise mal zurückgefahren wurde, weil natürlich dann der Nahe Osten wichtig war. Nicht? Da ist auch die Kriegspropaganda gegen Russland hier deutlich zurückgefahren worden. Das kann man wunderbar beobachten, wie dann auch die Medien genauso fahren, wie der aktuelle Vorgabe ist. Und dann, jetzt ist natürlich Russland wieder voll im Fokus. Ne? Das ist völlig klar. Ne? Ja, ja.
Ja, also groß im Ganzen kann man sagen für dieses Jahr, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Ja, also hoffnungslos für die, die glauben, dass das alte System sich irgendwie noch retten wird, und dass alles so weitergeht wie bisher. Das kannst du vergessen. Das bröckelt und bröckelt und bröckelt und wird immer schwieriger. Das ist genauso vorhergesagt. Es ist aber auch ein Prozess. Also man hört immer aus der geistigen Welt, dass es diese ganz großen Schläge, so dass es passiert was und dann ist alles anders und sofort besser und eher nicht. Ja, ist also ein bisschen Geduld muss man aufbringen. Es gibt natürlich Einzelereignisse, die das dann fördern, verschiedene Prozesse, aber es ist ein Prozess und bleibt ein Prozess. Ja, der allerdings definitiv begonnen hat und immer sichtbarer wird und immer spürbarer werden wird. Ja, und irgendwann, also ich glaube, die größeren, großen, sichtbaren Sachen, sodass dann wirklich mal ein Staat zusammenbricht oder die Währung zusammenbricht, das ist eher so ab 25 zu sehen. Also das ist zumindest im deutschsprachigen Raum, für den geht es halt meistens. Ist das hier, also dass das Leben so völlig auf den Kopf gestellt wird, nicht zu sehen, außer vielleicht, dass wirklich dann die Preise so weit steigen. Aber das passiert ja auch nicht mit einem Schlag, sondern das wird sich über Monate hinziehen. Aber irgendwann nimmt dann die Preissteigerung massiv an Fahrt auf. Und da ist ja dann auch jeder hat ja seinen persönlichen Schmerzlevel, wo er dann sagt, ab hier geht's nicht mehr. Ja, und hier beeinflusst mich das so sehr, dass ich jetzt aufwachen muss. Nicht? Das sind alles Prozesse, die aber immer mehr an Intensität und Geschwindigkeit zunehmen werden. Das ist wohl ziemlich sicher. Ja? So dass Ende des Jahres wohl doch einiges schon anders aussehen wird, als man es Anfang des Jahres noch hatte. Und zwar in einer Form, wie so schön, dass wir das nicht glauben können, wie viel anders dann. Manche Sachen schon sind, nicht alles, aber ich denke, manche schon. Ja? Von daher, für uns ist es. Sagen wir mal, die ja das erwarten und auch teilweise leiden, dass es nicht schneller geht, kann man sagen, ja, es geht voran, nicht? Und natürlich, die Folgen, die Unwegsamkeiten, die kommen natürlich auch zunehmend für alle. Wer sich vorbereitet hat, die trifft das natürlich nicht so hart. Und wie Okay, natürlich hast du die denn Empfehlungen? Würdest du sagen, dass Themen wie ne, Krisenvorsorge und so weiter, das ist ja so ein bisschen, das gab ja mal so einen richtigen Hype, ne? Das ist ja jetzt mehr so in den Hintergrund getreten. Ist das aus deiner Sicht immer noch wichtig? Ja, also zumindest mal so 4 Wochen. Also wie gesagt, das System fängt an zusammenzubrechen, aber das System ist noch weit weg davon, den finalen Sturz zu haben. Und ganz einfach, wenn aus irgendeinem Grund, also es fahren eh immer weniger Lastwagen, weil irgendwann auch die Lastwagenfahrer zurückgehen, da gibt noch ganz viele aus Osteuropa, die das noch aufrechterhalten. Aber auch eine plötzliche Ölkrise oder so, also Öl wird auf Preissteigerung, ja, dann ist es auf jeden Fall hilfreich für, sagen wir mal, eine gewisse Zeit, also über Monate, kein Essen wird es nicht geben. Da habe ich vorhin drüber geredet, dass die Leute wirklich verhungern, weil das würde dann dazu führen, auch wieder, dass vermutlich zu wenige in die neue Welt kommen können, die es eigentlich könnten, ja. Aber natürlich mal kurzfristige Ausfälle werden bei einem zusammenbrechenden System sicher sein. Man muss einfach nur mal schauen, wie es im Osten war damals. Und die Leute waren gewohnt zu improvisieren und mit Mangel zu leben. Das sind die alle im Westen nicht. Das sind wir alle nicht. Ja, das muss man auch mal sagen. Aber es ist völlig klar, dann läuft mal nichts mehr. Dann machen Fabriken zu, dann fährt mal die Bahn nicht mehr, dann fährt mal der Laster nicht mehr für eine gewisse Zeit oder nur ab und zu oder kommt. Dann wird der Supermarkt halt nicht jeden Tag aufgefüllt, sondern vielleicht kommt in 2 Wochen mal ein Laster an, ja, für eine gewisse Zeit. Und dann sollte man die Sachen haben. Und was relativ sicher kommt, wie gesagt, dass die Spatzen von den Dächern pfeifen, was aber auch schon losgegangen ist, massive Preissteigerung. Das heißt, was ich jetzt kaufe, werde ich vermutlich erstmal so schnell nicht so günstig wieder kriegen.
dann habe ich doppelt. Dann habe ich, wenn ich die Krisenvorsorge nicht brauche, weil es immer irgendwas gibt, zumindest wird es erstmal, zumindest zeitweise, sehr viel teurer werden als jetzt. Und dann habe ich viel Geld gespart. Das ist mal das Mindeste, was ich sicher sagen kann. Deswegen ist diese materielle Vorsorge, das geerdete Vorsorgen, das ist ja ganz wichtig, keinesfalls völlig aus der Mode, ganz im Gegenteil. Ja, ich erwarte Zeiten, da wird's, also es wird auch Zeiten geben, ein paar Monate, wo die Sache nicht so lustig ist, materiell gesehen. Wie gesagt, wohl nicht bis zur totalen Hungerkrise, wobei man vielleicht auch ein bisschen unterscheiden muss, ob ich in der Großstadt mittendrin wohne oder auf dem Land, da gibt's auch nochmal Unterschiede, ja. Aber hier im deutschsprachigen Raum, aber muss natürlich vieles nicht mehr laufen wird. Den großen Blackout wird's nicht geben. Das wird verhindert, Brownouts oder dass halt dann mal der Strom mehrmals pro Tag weg ist. Das ist durchaus möglich. Ja? Und darauf gilt, sich vorzubereiten. Und wenn du dann das Notstromaggregat kaufst, dann zahlst du da Unsummen für. Abgesehen davon, dass es wahrscheinlich dann eh viel teurer geworden ist. Aber wenn natürlich sowas passiert und dann die ganzen, die nichts gemacht haben, sowas dann noch haben wollen, dann kriegst du es nicht mehr, weil es einfach nicht mehr da ist. Das hatte man bei Fukushima sehr schön gesehen. Da gab es in Japan keine Geigerzähler mehr, logischerweise. Weil natürlich jeder wissen wollte, ist hier Radioaktivität oder nicht. Ja? Vorher hast du die für einen Apfel und ein Ei in jedem Supermarkt bekommen, mehr oder weniger in jedem Elektronikmarkt, und dann gab es die nicht mehr. Das ist völlig typisch und das ist das typische menschliche Verhalten auch, muss man so einfach sagen. Und darauf gilt es, sich vorzubereiten. Ja, und genauso finanziell, die Banken werden irgendwann zumachen, dann gibt es einen Bankrun und dann sollte man das Bargeld, das wird gewisse Zeit noch einen guten Wert haben, zu Hause haben und natürlich besser noch Gold und Silber. Ja, das bleibt natürlich auch bestehen, weil da ist natürlich vieles, ist eigentlich noch am Kommen. Ja. Und von daher bleibt das bestehen. Man muss es sicherlich nicht übertreiben, dass man, was für die meisten auch nicht machbar ist, für ein Jahr oder Tag sein kann. Das geht kaum. Ja. Aber zumindest, um die Panik zu vermeiden, wenn mal ein paar Tage der Supermarkt zu ist. Und oder die Bank oder auch mal der Strom für ein paar Stunden weg ist und das regelmäßig, dass ich dann die Dinge habe, um das überbrücken zu können. Nicht? Das ist die materielle Vorsorge, aber natürlich viel wichtiger eigentlich noch, aber wenn ich das die materielle ganz vernachlässige, dann würde ich sagen, bin ich nicht geerdet. Ja, und das ist gefährlich, und das, was aus der geistigen Welt ja immer ganz klar kommt, die Leute sollen geerdet sein. Ja, aber wenn ich nur die rosarote Brille aufhab, ach, und ich setze mich jetzt hin und esse Popcorn und schaue, was passiert, wie das ja auch von manchen so propagiert wird, das ist ganz schlecht. Da kann ich unter Umständen Pech haben. Und dann stehe ich nämlich vor meinem leeren Vorratsschrank und weiß auch nicht, wo es herkommt. Und dann bin ich mal gespannt, insbesondere wenn die Kinder Kohldampf schieben, ob ich dann noch so ruhig bleiben kann. Ja, das ist die Gefahr, wenn ich nicht geerdet bin. Ja, das ist also dieses typische, was man auch so häufig aus der ESO-Szene hört. Ne? Ich bin im Vertrauen. Ne? Ich bin im Vertrauen und dann, man muss halt nichts machen, weil man wird ja, ne? Es wird ja alles geregelt und man ist ja komplett aus der göttlichen Quelle versorgt und so weiter. Und da fehlt tatsächlich dann die Erdung. Weil also, so, da gibt es ja auch so ein paar Witze in der Richtung, ne? Genau, richtig, ja. Ja. Aber das ist natürlich nicht falsch, was du sagst. Das ist sogar der wichtigere Punkt, das Gottvertrauen, das Urvertrauen. Du wirst natürlich nicht für alles vorsorgen können. Du wirst nicht für alles was machen können. Das war jetzt eine sehr interessante Geschichte, die ich jetzt, das ist immer das Spannende, wenn du so einen Bachheimer Club hast, wenn sich Leute treffen, die sich, also Bachheimer Clubs, bachheimer.com kann man da auf die Seite gehen und dann, das ist aber eigentlich nur der Vermittler. Es gibt in verschiedenen Bereichen, Deutschland, Österreich, Schweiz, halt Leute, die sich regelmäßig treffen. Es gibt aber auch ganz viele mehr. Diese Vernetzung ist toll, weil du hörst so spannende Geschichten. Da war jetzt einer da gewesen, der hat auch erzählt, naja, er ist momentan, muss offensichtlich in seinem Leben eine große Veränderung machen. Das weiß er auch. Und dazu muss er verschiedene Sachen loslassen und dafür gibt es neue Sachen, die er machen soll. Und er merkt immer wieder, es ist aber nicht so einfach. Alles bei dem, was in die neue Richtung geht, da passieren so kleine Wunder. Das wird alles, wird unterstützt.
Er muss natürlich Sachen machen, er muss gewisse Sachen verkaufen. Da hat er auch gesagt, normalerweise kriegst du dafür keinen Käufer. Er hat einen gekriegt. Ja, ne? Aber er hat auch dann die alte Sache, die er auch immer noch mal macht. Ja, weil er helfen will oder weil er es auch ganz nett fand und so, nicht? Und bei der alten Geschichte, da geht aber fast immer alles schief. Da hat er ständig irgendwelche Knüppel zwischen den Beinen. Ja? Und das ist spannend und genau so ist es. Viele werden auch ihr Leben verändern müssen, dass sie ganz andere Dinge tun, als sie heute tun. Nicht? Und diese werden dann unterstützt werden, wenn man da das Vertrauen hat, aber man muss auch was dafür tun. Ja, also sich einfach nur hinzusetzen. Also er muss bei seinen Verkäufen natürlich auch erstmal die Sachen anbieten und muss sich kümmern, ja. Und dann kommt dann auch der Käufer, der eigentlich nicht kommen könnte, dürfte, ja. Aber wenn er gar nicht erst anbietet, ja, wie soll dann der Käufer kommen? Das ist genau wie mit den, ich will im Lotto gewinnen. Spielst du Lotto? Nö. Ja, also wenn ich nicht im Lotto spiele, kann ich auch nicht im Lotto gewinnen, nicht? Also von daher, bete und arbeite. Also sprich, du musst auch schon arbeiten. Nicht? Oder wie Paramahansa Yogananda so schön gesagt hat für seine Anhänger, seine Devotees, nicht? Also ich helfe euch, dass ihr nicht untergeht, aber ihr müsst auch schwimmen. Ihr könnt schwimmen und die Schwimmbewegung solltet ihr machen. Den Rest mache ich. Und so ist das mit Gott. Gott hilft. Aber die Tat ist die stärkste Manifestation. Ja, wenn ich was manifestiere, im Endeffekt manifestieren wir selbst alles, was uns widerfährt. Ja? Und wenn ich das denke und emotional da drin bin, das funktioniert, da haben wir ja auch schon Vorträge drüber gemacht, das haben auch ganz viele schon erlebt, sagt auch die Quantenphysik. Aber wenn ich selbst in die Richtung tätig werde, ist das die allerstärkste Manifestationshilfe. Und die ist auch notwendig. Ja? Ja? Man könnte sich aus Gottes Sicht sagen, ja, wenn der selbst nichts macht, warum soll ich da helfen? Ja? Deswegen, also Gottvertrauen ist unabdingbar, völlig klar. Und viele haben das auch schon erlebt, wie dann Sachen in eine Richtung, wie wunderbar, da kommen dann Sachen dazu. Aber viele, die sagen, ich mache gar nichts, die verdrängen nur, beziehungsweise da wird es dann interessant. Also es kann Leute geben, das kann wirklich funktionieren, wenn das Gottvertrauen so groß ist, dass ich dann wirklich gar nichts machen muss. Aber die meisten Menschen, bin ich mal der Ansicht, haben das nicht wirklich. Die reden sich das ein. Und dann müssen sie sich einfach selbst auch nur mal, der beste Test ist einfach, fahr mal mit dem Auto 2 Stunden durch die Stadt. Wenn du da völlig ruhig bleibst und völlig entspannt bist, dann bist du schon ziemlich weit, dann bist du auch noch nicht erleuchtet, aber das ist schon mal ein guter Test, wie weit bin ich wirklich von allem weg, was mich belasten könnte. Na, sehr spannender Test. Ja, und wie gesagt, die Leute sitzen im Ding, im Sessel. Für mich wird gesorgt, wenn sie da immer noch so sitzen, wenn sie 2 Wochen nichts gegessen haben, weil du verhungerst nicht nach 2 Wochen, stirbst nicht so schnell, wenn du nichts zu essen hast, dann bist du gut. Aber die Leute will ich mal sehen. Ja, also das ist, wie gesagt, also es ist, wir sind nicht umsonst hier. Wir sind hier, dass wir auch was tun, in die Tat umsetzen. Ja? Und dann wird uns geholfen. Und dann brauchen wir auch das Gottvertrauen. Weil in manchen Bereichen kannst du nicht selbst was tun. Ja? Oder du brauchst die Hilfe. Aber die kommt dann auch. Das haben so viele erlebt. Nicht? Das ist dieser Spagat, aber nicht umsonst wird aus der geistigen Welt eben immer wieder ganz stark betont, geerdet zu sein. Also wir müssen natürlich auch in unserem Rahmen, unserer Möglichkeiten, dass unsere dafür tun, dass wir in die neue Welt kommen, ganz stark natürlich auch bereit sein, uns zu verändern. Also gewisse alte Sachen loszulassen. Sonst funktioniert das nicht. Nicht? Aber dann sind, denke ich, viele von uns auf einem guten Weg. Wie gesagt, was wir jetzt hier erleben, ist einmalig im Universum. Eine ganz spannende Geschichte. Und vor allen Dingen auch im absehbaren Zeitraum. Also es, in den 30er Jahren ist die neue Welt fertig. Hat der Holzfäller bekommen. Es gibt 37 als dieses Datum der 50 Jahre seit 1987, wo der 21. Dezember 2012 mittendrin ist, dieser Zeitraum der Maya. Es läuft alles irgendwo auf die 30er Jahre hinaus. Da ist dieser Übergang schon geschafft. Und das heißt,
wenn wir es wollen, werden viele von uns das tatsächlich auch erleben. Ja, es ist also zeitlich nicht so weit weg. Ja, und das ist super spannend. Hm. Das stimmt. Ja, danke, lieber Peter, dass du das mit uns geteilt hast. Die aktuellsten Prophezeiungen, Vorhersagen für dieses Jahr. Wir sind mittendrin und gehen selber durch diesen Wandel durch und dürfen selber ganz viel lernen in dieser Zeit. Und es ist nicht immer einfach, aber wenn wir, wie gesagt, in diesem Vertrauen bleiben und auch diesem Vertrauen entsprechend leben, dann wird immer gut für uns gesorgt sein. Gut, also dann, ich danke dir von Herzen für dieses wunderbare Gespräch. Ihr Lieben, teilt gerne diesen Beitrag auf allen Ebenen. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ich schicke euch ganz liebe Grüße aus Portugal, liebe Grüße nach Deutschland. Und bis bald. Liebe Grüße auch zurück danke. Aus Deutschland. Tschüss.